Hallo und herzlich willkommen, wir begrüßen euch zu Binding of Isaac und mit wir meine ich mich und den Moggy. Hallo. Hallo. Das ist immer so schwierig, Mog. Ja, das kann ich, was ist schwierig. Okay, mit wem soll ich denn spielen? Ich weiß es nicht. Nimm den Random. Der Random! Okay. Und der Random ist? Eve, ich will Eve sehen. Fuck. Oh, komm schon. Nochmal? Nochmal neu, oder? Ja, ist schon ein bisschen lame. Also, und aber da ist der Streak dahin. Ich hatte, glaube ich, gar keinen, oder? Och, Magdalena. Ich hatte auch einen Maggie Run bei mir. Ich habe auch einen Run mit Cornel aufgenommen. Mann, Maggie Run. Ich bin in den Dark Room. Richtig. Könnte, ist in der Beschreibung wahrscheinlich verlinkt. Nur hatte ich keine coolen Lost-Items. Okay. I'm all. Das war das dumm. Glaube ich nicht. Warum habe ich das jetzt eingesammelt? Das ja. Ist auch dumm. Okay. Na, hier bekommst du wieder Soul Hearts raus. Mhm. Siehst du? Ich habe eins. Ich habe ein halbes verloren. Naja. Meine FPS sind nicht so stabil, wie ich gehofft habe, Moki, aber das sollte alles klappen. Nö. Was machst du schon, Cornel? Ich glaube an dich. Wobei ich gerade auch nicht weiß, was du überhaupt machst, dass deine FPS nicht stabil sind. Ich aber weiß es auch nicht. Das. Grad ging's. Es ist, ich weiß auch nicht. Ich weiß einfach nicht, was ich in meinem Leben falsch mache. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, ob sie bei mir stabil waren. Tut aber auch nichts zur Sache. Ja, doch, nichts zur Sache. Ich meine, die Leute sind sicher sehr interessiert daran, ob jetzt 60 oder 55 FPS gerade zu sehen sind. Ja, wobei, da das würden ist die den ganzen Tag drüber hören. Guck mal. Ich habe Bomben gefunden. Ja. Die werde ich tatsächlich einfach so einsetzen, denn ich kriege. Alter, ein cooler Zehner. Ich kriege hier einen richtig coolen Zehner und den nehme ich mit. Und der Geheimraum. Alter. Was sagst du dazu, dass man zu einem coolen Zehner nicht Nein sagt? Ich sage, zu einem coolen Zehner sagt man nicht Nein. Na, da sagt man niemals Nein zu. Also, seien wir ganz ehrlich. Ich kann in den Shop, wenn ich einen Schlüssel finde. Das würde ich sehr begrüßen. Das klingt ziemlich fresh. Was ist denn dein Ziel für den Run, lieber Cornelius? Das weiß ich noch nicht. Oh. Was ist denn willst dein du auf Engelsräume spielen? Das weiß ich noch nicht. Ich guck mal, was der erste Devil Deal sagt und so. Wobei, du hast doch schon die ganzen letzten paar Male versucht, auf dem Engelsraum zu spielen, oder? Ja, ich lasse es einfach auf mich zukommen. Weißt du, Mock? Ich habe mir vorgenommen, ich mache die Sachen alle offscreen. Und deswegen gehe ich jetzt in das Spiel und denk mir, ich kann mich in den Job reinbomben. Deswegen gehe ich jetzt einfach in das Spiel und guck einfach, was passiert. Und wenn es am Ende dazu kommt, dass ich vielleicht einen Engelsraum kriege, dann schaue ich mal rein. Ich würde den geschmeidigen Godhead-Run sehr gerne sehen von dir, Cornel. Ich auch. Bei mir gab es nur einen Zäumel-Godhead-Run. Ein Zäumel-God? Ja. Aber der war ja gecheatet. Die hieß wirklich so die Challenge. Ja, aber der war ja gecheatet. Nee, gecheatet, das ist ein Mod. Boah, Alter. Das ist eine Challenge. Challenges sind keine Cheats. Naja. 950, meine Fresse, wie viel hast du rausgesprengt? Ich weiß noch, als du die 999 voll gemacht hast. Ja, also 49 Cent wahrscheinlich. Ja. Na, ich hab ein bisschen wieder reingetan. Das ist eine Mark, Cornel. Das ist fast eine ganze Mark, die du da rausgesprengt hast. Ist dir das bewusst? Warum? Ich hoffe doch. Oh Mann, ey. Da musst du das Wollo hin und wieder doch in Mark umrechnen? Echt? Ja. Also, oft mache ich. Glaube ich zumindest. Ich meine, dass es in Galaxy erzählt hat. Ich weiß es nicht. Also, oft rechne ich nicht mehr um. Rechnest du noch manchmal um? Nee. Ja, und ich war damals zu jung. Das ging. Ich war damals in der ersten Klasse oder ja, so. Ja, nee. Der Euro eingeführt wurde. Echt? Der wurde 2001. Nein, nicht erste, zweite oder dritte Klasse. Ich glaube, ich war in der fünften. Oder ja, dann wird vermutlich zweite, dritte hinkommen. Ja, der Morgi ist noch ein kleiner Süßer. Ja. Oh, da hatte ich noch, da konnte ich mit Geld noch nicht so umgehen. Also, wusste, so wie viel Kaugummi kostet. So 10 jung Pfennig, wie du wäre ich auch gerne nochmal. So unschuldig. Kann ich verstehen. Ich will auch Milch auf dem Sofa trinken. Ach man. Ja, ich mag meine Milch auf dem Sofa. Das ist gut, dass wenn man sie verschüttet, ist es nicht schlimm, weil Käse draus wird. Und wenn man viel auf dem Sofa herumhüpft, wie es kleine Morgis wie ich so machen, dann wird Butter draus. Okay. Ja. Du darfst die Milch auf der Couch gerne verschütten, Cornel. Nicht bei mir, sonst bringe ich dich um. Aber woanders. Oh, Risky, was du da machst? Ja, wird sich schon lohnen. Das hat sehr viel gebracht. Okay. Naja, schauen wir mal. Deine roten Kisten scheinen ein bisschen stärker zu sein als meine. Ja. Den Eindruck hatte ich auch. Aber vielleicht sollten wir nicht ganz so viel spoilern von deinem Lauf.
gab rote Kisten und die waren nicht so pralle in der Regel. Spoiler. Joker. Alter. Ja, ich kenne... Wann setzt du den Joker eigentlich ein? Ich kenne meine Pappenheimer. Ja, wenn ich keinen Devil Deal kriege oder... Ja. Am besten natürlich in der Kathedrale. Ja, ich denke nicht, dass so weit kommt. Ja, ich auch nicht. Außer finden sie jetzt einen Goat Head. Das ist so eine Sache. Weiß noch nicht so genau, was ich damit anfangen soll. Mit dem Goat Head? Boah, mein Spiel ist irgendwie... Aber darüber reden wir nicht. Gut. Geh ich in den Shop? Nee. Oh, ich hab keinen Schlüssel. Oh, ein blaues Herz. Alter. Wer deinen glücklichen Blauen einfach so. Ja. Weil der kann, ne? Ja. Boah, bin ich langsam. Ich weiß nicht genau, ob ich langsam bin, weil ich langsam bin oder ob es an den FPS liegt. Aber wenn du... Ich will nicht sagen, was Morgi für ein Item in seinem Part gefunden hat, aber das hat... Er hatte einen Speeddown. Alter. Wie hast du gespielt? Wie hast du das überlebt? Ja, das hat vielleicht, und dann hat, glaube ich, Skype auch ein bisschen an Performance gefressen. Das erklärt dann einiges von meinen Leistungen an manchen Stellen. Na, wenn es langsamer wird, dann hast du doch mehr bessere Chancen. Ich weiß nicht. Weiß nicht, ob es noch so ist. Das war im alten i6. Ah, ich bin ein bisschen... Da war ich auf meinem alten PC wesentlich besser, weil alles viel langsamer gelaufen ist. Ja, das war aber echt schlimm beim alten i6. Alter, hast du euch schon was mit dem Hardmode vom alten i6 mitbekommen? Ich hab... Da wird ja dran gearbeitet, ne? Ja. Da wird ja auch an den Grafiken wird auch ein bisschen gearbeitet. Ja, mit neuen Bossen und so. Sieht eigentlich cool aus. Ich glaube, ich werde es mir dann anschauen, wenn es draußen ist. Ja, ich bin mal gespannt. Das wird ein Update, oder? Ja, für das Add-on von dem ersten Isaac. Weil Leute, die das haben, die bekommen dann gratis Update. Ach so. Mit Hardmode und neuen Bossen und sowas. Finde ich ziemlich cool. Ja, es könnte interessant werden. So. Töten wir erstmal den Boss. Auch wenn ich mega... Natürlich tötest du den Boss, du hast ja keinen Schlüssel. Ja, ich suche da noch Geheimräume. Ja, richtig sneaky unterwegs, der Kornel. Ja, ja. Ah, er hat sowieso zum Glück einen ziemlich simplen Boss, welcher natürlich noch simpler wäre, wenn er eventuell ein bisschen Damage machen würde. Ah, ja, das funktioniert schon. Das wird schon. Ich werde meine Bomben nicht benutzen, weil die Chance, dass man hier verfehlt, ist sehr groß. Und ich möchte ja noch den Geheimraum finden. Und bei Widow braucht man auch keine Bomben. Ja, macht das Ding ein bisschen schneller, ne? Ja gut, die schwarze Widow ist natürlich ein bisschen unvorteilhaft. Warum? Weil sie fette Spinnen spawnt und die dann alles voll machen. Ist es okay. Ach, gut, kleiner Mann. Steven, der Jackpot. Der Bumfred. Alter! Was für ein Arschloch! Er ist jetzt schon zu zwei Dritteln Guppy. Eins davon war sogar gratis. So, und jetzt viel Glück beim Schlüssel suchen, Kornel. Dankeschön. Jetzt die große Frage. Ja, ich laufe mit dem Strom. Nimm den linken. Versuch dich in den Shop zu bomben. Hoffen wir darauf. Ja, genau. Das war auch mein Plan. Warum dann nicht von links aus, Kornel? Was von links aus? Von dem linken Raum aus, nicht von ist hier. Ist doch egal. Ist doch bescheuert, was du da machst. Oh, ich wurde getroffen. Ja, ach nee. Warum nicht vom linken Raum aus? Ja, von hier kann ich doch auch. Ja, du kannst... Ja. Oh! Alter! Nehme ich mit! Was ist los mit dir? Ich weiß auch nicht. Leute, egal wie wenig FPS dieser Part hat, ich werde ihn hochladen. Wenig sind das nicht. Hör auf, drüber zu reden. Na, ich sag ja nur. Das ist lustig. Hier ist kein Schlüssel drin. Nimm das Soulheart mit. Hier ist kein Schlüssel drin. Vielleicht ist die Pille eine Bombs Arkees Pille. Zu spät. Weißt du, später aus so eine Bombe, kannst du was aus Automaten raussprengen, das machst du eh die ganze Zeit. Kannst auch die Puppies. Ja, dann habe ich aber keine Bombe mehr, du schlauer Mensch. Das gehört unten, sind voll viele Puppies. Da sind jetzt Bombs IPs dabei. Ich habe aber keine Bombe mehr. Das stimmt. Alter. Dafür hast du voll viele Leben. Was ist denn hier los? Ja gut, wir kommen da nicht rein. Ich kann mir jetzt auf den Kopf stellen, das funktioniert nicht. Ist egal. Ja. Du hast den Dark Bomb im Devil Deal. Und das ist schon auf jeden Fall was wert, würde ich sagen. Ich habe eine Hämatimesis-Pille. Wie krass ist das denn? Ich habe jetzt so viele rote Herzen. Hoffentlich finde ich Abaddon. Ich habe keinen Bock auf die roten Herzen. Du hättest was aus dem... Ah, Moment, das ist Caps 1 und 2. Ja, was? Egal. Ich hatte keine Bloodbang. Ja, ich weiß. Deswegen... Ich wollte gerade sagen, hättest du vorhin noch was aus dem Automat rausgesprengt, dann hättest du jetzt eine bekommen, aber hättest du nicht. Achso. Gut. Wobei du aktuell, man könnte mal schon auf jeden Fall was spielen. Ich habe eine Bibliothek, Moggy, aber ich habe keine Schlüssel.
Du wirst auch nicht viele Schlüssel finden. Kannst du bitte aufhören, sowas zu sagen? Es tut mir leid, du wirst viele Schlüssel finden. Danke. Nicht ganz so viele wie ohne Guppy's Tale, aber schon noch recht viele. Wow! Siehst du die Tränen? Sagen wir genügend Schlüssel. Ich glaube auch nicht als Drop, sondern als aus den grauen Kisten, die jetzt droppen werden. Ich hoffe, ich hoffe. Und in den Geheimraum kannst du dich eh reinspeichern. Also mach dir keinen Stress, Cornel. Sehe ich den Geheimraum? Nee, ich meine den Goldraum. Achso. Echt? Achso, jo. Keine Ahnung. Oh Mann! Ja, da sind ziemlich volatile-lastig hier. Oh. Alter, was ist denn da los? In dem Raum. Ich mache halt auch so wenig Damage, ne? Ja. Scheiß Maggie, ey. Magdalene, was ist los mit dir? Ein Schlüssel. Schlüssel! Habe ich schon ein rotes Herzchen verloren? Ich glaube nicht, ne? Ist egal, du hast eine Joker-Karte. Ja, wow. Ich möchte die aber nicht benutzen. Dass du hier ein Level-Deal bekommst, ist eh nicht so hoch. Ich möchte die aber nicht benutzen. Was laberst du? Benutze Yamhart. Ich krieg ein Level-Deal. Guter Mann, benutze das Yamhart. Oh. Oh. Ich krieg keinen Level-Deal. Ist egal. Weißt du, warum es egal ist? Ich möchte meine Du hast jetzt ein, zwei Bomben, dann sprengst du die Pilze weg und dann erfreust du dich am Ende. Ich hab keine Bomben. Ja, du findest ja welche. Pass auf. Siehst du? So, und jetzt sprengst du die Pilze nicht, die unbedingt. Die haben doch, ja, wobei kann man zwei wegspringen. Jetzt kommt gleich der Magic Mushroom, pass auf. Ah, der Magic Mushroom Effekt kommt mindestens einmal. Noch mehr Leben. Ich will die gar nicht haben, warum habe ich die benutzt? Ich will nicht so viel Leben. Wetten, ich kriege jetzt so. Ich bin so ja echt Abaddon. Ja, es wäre nett. Vielleicht willst du auch Guppy's Paw. Dann wirst du Guppy und kannst zusätzlich dich noch voll mit blauen Herzen. Guppy's Paw wäre jetzt richtig krass. Ne? Das ist auch gar nicht mal so unwahrscheinlich. Oh, ich finde Guppy's Paw in letzter Zeit echt selten. Egal. Aber schauen wir mal. Trotzdem. Schauen wir mal. Ne? Wer ist denn der Boss? Gerti. Ciao. Ey, Witz! Was soll das denn? Hast du das gesehen? Ja, das passiert mir immer bei den Bossen in Link's Awakening. Kennst du die? Nee. So zwei so Würmer, denen muss man eine Bombe in den Hals stopfen. Okay. Ja, und die drehen sich immer ein Zentimeter vor der Bombe dann um und gehen woanders entlang. Ja, die Tür hat sich einfach umgedreht. Was soll denn sowas? Vielleicht ist das die Besonderheit des blauen Chup-Chups. Nein, die Besonderheit des blauen Chup-Chups ist, dass er diese schwarzen Löcher da setzt. Schwarze Löcher. Ja, das sind diese Knüppeldinger, aber das sieht aus wie ein Loch, oder nicht? Jetzt, wo du sagst? Ja, man sieht nichts. Man erkennt keine Kontur von irgendwas. Das ist einfach nur ein schwarzes Loch. Ah. Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Lass nicht so viel Licht reinstrahlen. Oh, ein Devil-Deal. Siehst du? Oh, fuck. Das ist ein guter Devil-Deal. Oh! Als What the fuck? Siehst du, sag ich doch. Vertrau mir doch einfach, Gordon. Und du bist Guppy. Und das ist ein Toll. Ja gut, ich würde sagen... Und da ist ein blaues Herz vom kleinen Darkbomb. Komm, ein Herz kannst du auf jeden Fall weghauen. Nö, dann verbrauche ich ja ein... was mache ich denn jetzt? Boah, Alter. Gott, wie Maggie Guppy aussieht. Das gefällt mir nicht. Das ist ein bisschen zu menschlich. Und diese Haare. Ja. Alter, so viel Guppy. So, weißt du, was jetzt passiert, Cornel, als nächstes? Nee, was denn? Im Geheimraum wirst du ganz viel Geld finden und bis es soweit ist, wirst du irgendwo noch Beschlüsse auftreiben und dann wirst du Hivemind finden. Gott, ich bin aktuell so in meiner Hivemind-Phase. Ich liebe Hivemind. Ja, Hivemind ist schon... Ich will in jedem Run Hivemind finden. Ich meine, allein wenn man nur Guppy's Head hat und Hivemind, das lohnt sich schon vollkommen. Hivemind ist schon geil. Richtig stark. Was auch gut ist, wenn du Hivemind hast, Hämatimides 2. Nein, Infestation 2. Alles, was irgendwie Viecher rausspawnt oder einfach nur Rotten Baby. Da war ich noch nicht drin, nee. Hallo! Alter. Du hast ja echt mehr Glück mit den roten Kisten als ich. Ja, ich hab dir doch gesagt, dass ich das nicht verstehe. Was ist da bei dir los, war? Boah, meine Fresse, Alter. Naja, aber du hast jetzt aktuell eine Left Hand, wenn nicht verkehrt. Na, was soll ich da drin finden, Mock? Ich hab keine Ahnung. Ja. Was willst du in den goldenen Kisten finden, die du nicht öffnen kannst? Kriegt ihr Z? Ja, du kannst sie nicht öffnen. Ich muss nur eine öffnen können. Zack, bin mir sicher, hier irgendwo ist ein Cricket-Set. Mom's Key brauchst du auf jeden Fall. Das wäre krass. Um dein Schlüsselhaushalt wieder auszugleichen. Mom's Key wäre mega krass. Boah, ich vor kurzem einen Part von Kay gesehen von Isaac. Er hat sich auch Mom's Key gekauft und dann hat er auch bei Pleite im Gott nachgeschaut, was es bringt. Und er hat gesagt, nur scheint nie so gut zu sein. Was? Ja. Das ist mega gut. Ich finde einfach keine Schlüssel. Alter.
Ah, ist auch keine Bombe. Truhen, die rumliegen. Was war in dem Challenge-Raum da drin? Da ist eine Goldtruhe gespawnt, oder? Hatte ich einen Challenge-Raum? Ja, da ist eine Goldtruhe drin. Ah. Was mache ich hier? Hä? Achso. Where's of the Maze? Ich habe auch keine Bombe mehr. Ja, gut, dann muss ich weitergehen. Aber egal. Ich kann mich in den Job teleportieren, aber ich habe kein Geld. Was bringt mir das? Also die Sache ist, allein mit den Devil Deals bist du eigentlich auch schon ganz gut unterwegs. Ja. Ich würde sagen, du fehlst jetzt noch einen Brimstone und einen Abaddon und dann. Nee, Brimstone würde ich, glaube ich, gar nicht so gerne nehmen. Das ist schon ein bisschen lame, wobei ich hatte Brimstone schon länger. Ja, aber nicht ich mehr. Bin Guppy da. Mit Guppy macht es eigentlich mehr Spaß, wenn man coole Tränen hat, oder nicht? Ich weiß nicht, so ein Brimstone-Guppy ist halt auch schon auf ziemlich sexy. Brimstone. Und wenn ich hinterher voll die coolen Tränen habe und dann noch Guppy fliegen. Ja. Kannst du aber auch einen Quatsch-Brimstone haben mit Nukulartränen? Ja, ja. Nee, ich habe keine Schlüssel. Gib mir mal Schlüssel, Junge. Oh, weißt du, was mir da einfällt? Was auch eine ziemlich coole Kombo ist, was mich mal ziemlich überrascht hat bei mir, weil ich die mal hatte. Was denn? Das war Schokomilch mit Monstrous Lunge. Weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund wird dann beides aufgeladen. Forget me now. Mach ich, glaube ich, nicht, oder? Doch. Na, dann müsste ich erstmal alle roten Herzen wegpacken. Weißt alle, drei behältst du? Nein, ich behalte keine roten Herzen. Bist du bekloppt? Du bekommst ja noch Devil Deals. Ich gehe jetzt gucken, ob ich einen. Warum sollte ich. Ich habe ja keine Garantie, ob ich Devil Deals bekomme. Außerdem, wenn ich die hinterher nicht alle wegpacken kann, ich werde in die Chest gehen. Einfach nur, weil da kriege ich coole Items. Und dann will ich meinen Polaroid-Effekt haben immer, weißt du? Na, ich verstehe schon. Ja. Na, ich weiß nicht. Forget Me Now ist so. Das ist eigentlich ein relativ seltenes Item. Ich nehme es gerne mit. Kommst aber nie, fällt mir da so ein. Wir gucken mal. Ich gehe mal gucken, ob ich einen Devil Deal kriege. Und dann mal schauen, wie die Welt aussieht. Boah, Alter. Ganz cool wäre jetzt wäre so eine I Can See Forever Pille. So ein bisschen Bargeld wäre eine schöne Sache. Ja, das stimmt. Ich hätte gerne ein paar Shop-Items. Habe ich eine Blutbank? Nee. Vielleicht finde ich eine Blutbank. Einfach so, die stehen ja auch manchmal einfach so rum. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Uns alle. Aber wenn man sie braucht, dann sind sie nicht da. Na. Ist wie mit dem kleinen Dark Bomb. Ich hab ihn doch. Ich weiß, aber schau, wie viele rote Herzen du hast. Ja, die packe ich ja gleich alle und weg. Und Guppy's Paw. Die packe ich ja gibt alle. Gibt jetzt durchaus Runs, in denen der Dark Bomb notwendiger ist als jetzt aktuell. Naja, aber. Der Fallen Jackpot. Stimmt. Krass, Alter. Ich hätte gerne. Warte, Pact. Den Pact. Oder? Pact. Nein, dieses Contract from Below. Oh. Das ist so ein Brimstone. Headless Baby. Das ist eigentlich ganz gut. Na, ist okay. Little Brimstone, grüß dich. Ich glaube, wir beide werden nicht so viele gemeinsame Erfolge feiern. Nee, er grinst trotzdem. Ich bin dabei. Volle Backen. Hab die Backen voller Laser. Ich krieg keine Luft mehr. wo könnte der Geheimraum sein? Das ist eine gute Frage. Zwei Bomben. Ja, ich habe keine Schlüssel. Ach, fick. Moment. Warum habe ich eine iPhone-Pilzpille? Ich möchte jetzt gerne in den Shop. Danke. Okay, hier ist nur Kacke drin. Das beruhigt mich. Ja. Ich spreng hier mal aus Versehen den Automaten mit. Oh Mist. Oh, da wär's, das ist halt echt immer am coolsten, wenn man Humbling Bundle hat. Mhm. Man sprengt 5 Münzen raus, bekommt 10. Echt? Mhm. Das funktioniert. Die kommen ja doppelt raus, die Münzen. Aber wird dann das nicht auch doppelt abgezogen? Meine nicht. Ich meine, warum soll das auch? Das ist jetzt auch nicht so eine Sache, die so oft vorkommt und so krass ist. Vor allem, weil Geld im Spiel in der Regel sowieso meistens das geringste Problem ist. Ja. Ich hätte darauf achten sollen, dass ich irgendwo eine Blutbank kriege. Das war ein bisschen doof von mir. Das war. Oh, scheiße. Da sind ja die Red Hands. Ach jo. Ja, aber die brauche ich nicht. Nee. Weiß.
Da kriege ich auch keine Schlüssel raus, das ist das Ding. Ich habe auch keine Bombe. Was ist nur los mit dieser Welt? Ich habe nichts. Eine Bombe hast du verbockt und die andere, mit der anderen hast du Automaten weggesprengt. War da ein Schlüssel? Was nebenbei bemerkt, warum hast du das eigentlich gemacht? Hier ist auch kein Schlüssel drin. Was ist denn nur los mit der Welt? Lass mich überlegen. Okay. Ich würde behaupten... Rechts oder links von der Truhe da unten? Ja. Ich sage rechts. War eine schwere Entscheidung. Gut. Ui. Oh. Aber da war eh nichts im Shop. Gut. Jetzt musst du auf jeden Fall zwei Schlüssel auftreiben. Ich habe noch zwei Shops. Ich hoffe, in einem ist Greed drin wahrscheinlich. Und dann hoffe ich, dass ich Mom's Key kriege. Das wäre so krass. Mom's Key oder Hive, meint. Beides. Ich hätte gern beides. Ist das möglich? Ja. Möglich ist alles, mein Sohn. Du musst nur daran glauben. Okay. Let's do this. Du könntest ja auch eine, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, aber eine Change-Rune finden. Perto. Das ist sowieso alles kein Act. Das ist alles. Und dann noch eine Blank Card, die findest du im Goldraum. Boah, das wäre nice. Dann ist so ein 4-Raum D6. Das wäre nice. Mhm. Dann kann ich mir alle meine Wünsche erfüllen, egal was es ist. Oh nee. Alles. Tinted Rock! Ja, sollte dir aber nicht relativ egal sein. Naja, kann Damage Up drin sein. Ja, ich glaube, deine Bomben sollst du für was anderes verwenden. Stimmt. Da können auch Bomben und Schlüssel rauskommen. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch, dass ein Damage Up drin ist. Kann aber auch Bomben und Schlüssel rauskommen. Ja. Kann auch eine Trollbombe graue rauskommen. Graue Kisten. Oh Mann! Ja. Was hätte ich getan, wenn da graue Kisten gewesen wären? Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn Guppy's Tail vielleicht ein... gut, wäre zu stark, aber wenn Guppy's Tail ein Trinket wäre. Guppy, echt? Warum? Wenn du die Scheiße auch mal weglegen kannst und eventuell mal wieder Schlüssel findest. Oh, da ist jetzt übrigens Cricket Set drin, habe ich gehört. Siehst du? Fast. Ja, Tüte! Entschuldigung. Es war ein bisschen knapp. Entschuldigung. Ich hab kurz meine Fassung verloren. Aber dann ist mein Licht aufgegangen. Was ist denn nur los mit der Welt? Ohne Spaß. Oh. Die können vielleicht einen Schlüssel droppen. Aber wahrscheinlich Bomben fliegen. Hä? Glaube, Gegner droppt noch manchmal Schlüssel. Ich glaube, es trifft auch Follow in der. Ich glaube, auf den trifft er nicht zu. Eine neue. Oh, bringt dir gar nichts. Nee, ich werde meine roten Herzen nie verbrauchen. Ich werde sie alle löschen, sobald ich kann. Mann, Mann! Weißt du, welches Item ich eigentlich ziemlich cool finde, welches bei mir aber noch eine Blutung schon ewig nicht mehr aufgetaucht ist? Nee, welches? Oh. Der Slim Odd Mushroom. Also der Odd Mushroom, der dünne davon. Der gibt ja einem voll das gute Tiers ab. Ja, macht aber auch 10% Damage down. Das ist okay. Weil dafür hast du ungefähr 100% Tiers ab. Ich glaube, das müsste doch eigentlich mega stark sein, wenn man vorher Polyphemus eingesammelt hat, oder nicht? Mhm. Da müsste es doch mega stark sein, weil Polyphemus setzt ja deine Tiers runter. Und dann hast du Polyphemus mit maximalen Tiers. Oh. Müsste da eigentlich mega stark cool sein. Okay. Damage und Range Up. Ja, ich hätte gerne. Ich bin. Schlüssel. Hättest du gerne. Ich habe gerade die Hoffnung, dass ich vielleicht den Flat Penny finde. Das wäre der Wahnsinn. Weil ich kann sehr viele Münzen gerade spawnen, aber das bringt mir nicht so Weißt du, was für dich halt auch jetzt aktuell eine ziemlich coole... Ich habe noch Wahnsinn. Eine da oben. Oh, eine IV weg. Okay, das ist gut. Weißt du, was für dich ziemlich cool wäre? Was denn? Tatsächlich. Ich dachte nicht, dass sowas jemals jemand sagen wird, aber der Bumpfriend. Der wäre echt okay aktuell. Der wäre wirklich gut gerade. Allgemein ist hier nicht irgendwo ein Bumpfriend unterwegs. Ich weiß es nicht. Überall. Ich weiß nicht. Ich suche Mog. Ich gebe mir größte Mühe. Will ich auch hoffen. Oh. Schlüssel! Dieses Schlüsselklimpern habe ich bis hierher gehört. Ich gehe erstmal in den Shop. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich habe das Klimpern gehört. Oder ich mache eine Truhe auf. Ach, ist doch schwierig. Du machst keine Truhe auf. Ich gehe in den Shop. Und kaufst erstmal einen Schlüssel und was Cooles anderes. Ich kauf mir alles, Alter. Ja. BFF! Woo!
Das ist nice. Alter, der Dark Bomb, mit dem will ich mich nicht anlegen. Warte mal, das ist doch so, dass ich kann die portable Blutbank benutzen und dann gegen die stationäre laufen, ne? Andersrum funktioniert das nicht. Müsste gehen. Ja, genau, weil die ein Item, das schadet dir immer. Ach bitte! Das bestimmt hat, das ist HP ab. Ja, ich weiß, aber... Macht dein HP aber auch wieder voll. Oh. Da kannst du dich dann reich machen. Die HP gar nicht ganz voll gemacht. Nee, aber meistens merkt man das nicht, weil man halt genug hat. Macht füllt scheinbar nur 6 auf oder so. Ja, ich weiß nicht genau, wie viel es auffüllt, aber... Gar nicht so reich, wie ich gedacht hätte. So! Sind gerade mal 51 Cent. Naja, ich hab da... 53 Cent. Ich hab da einen Zehner und so rausbekommen. Es war schon okay. Also ich will mich nicht beschweren. Geh ich jetzt in den Goldraum oder mache ich eine Truhe auf, Mock? Du gehst in den Goldraum. Ich geh in den Goldraum. So ein Langweiler. Sei Milk. Oh, Schildetiers. Sind okay. Nee, das gefällt mir jetzt nicht so sehr. Mag ja die Schildetiers. Stell dir vor, du findest jetzt noch die Sensen, Alter. Ja, dann sehe ich die Sensen nicht. Natürlich. Nee, ich glaube nicht. Da war ein Tinted Rock. Ich würde die wegspringen, ehrlich gesagt. Ja, ich auch. Was ich noch dran erinnerst. Ich wollte erst mal gucken, was hier noch so. So, jetzt werden Schlüssel gefarmt, habe ich gehört. Wie? Schlüssel farmen! Wie denn? Yes. Keine Ahnung. Ja, was laberst du? Ich dachte, in den Kisten sind Schlüssel drin. Ich versuche hier eine optimistische Einstellung an den Tag zu legen, was bisher ziemlich gut geklappt hat, Cornel. Ja. Ich frag da nur, ich dachte, vielleicht hast du eine. Weiß ich nicht, vielleicht kennst du einen Trick. Lauf dreimal gegen den Totenkopfschädel von unten und dann kriegst du einen Schlüssel oder so. Versuch's mal. Ich fliege, scheiße. Nein! Das geht nicht. Ich kann den Schalter nicht aktivieren, scheiße. Ein Schlüssel für mich, dankeschön. Brimstone, du musst ja nicht direkt so böse sein. Gib dem Mann seinen Schlüssel. Och Mann. Hätte auch ein Schlüssel rauskommen können. Okay, ich finde einfach eine Tour of Spades Karte. Aufheben den Schlüssel. Tour of Spades, locker easy. Hangman, ja, danke. Okay. Wow! Alter. Bäm, Alter! Alter, ist da nicht noch ein zweites Shop-Item? Ach ja, genau, stimmt. Vielleicht ist es Humbling-Bundle. Danke, dass du mich dran erinnerst. PhD. Ist okay. I can see forever. Ist sehr gut. Gerne können 2 Schlüssel drin sein, eventuell. Wie lange wir uns hier aufhalten, obwohl ich mega stark bin, ne? Ja, aber es geht ums Prinzip, du willst die Schlüssel haben. Richtig. Ich will Quick-Z finden. Wir sind noch gut in der Zeit. Oh. Spiel doch, während du kämpfst doch ein bisschen. Ja. Ah, der sonst nichts zu tun. Nee. Das stimmt. Du spawnst gar nicht mal so viele Fliegen. Ja, weil ich nicht auf die Leute schieße. Und ich könnte noch ein bisschen Tiers abgebrauchen, ja. Ah. Aber das ist schon okay. Oh, ein Schlüssel. Oh, Schlüssel. Und bam. Warum hast du ihn eigentlich in die Luft gejagt? Weil ich da auch Schlüssel rauskommen können. Oh. Glaube ich. So. Ich glaube, du hast die Bombe besser. Ich nehme erstmal meinen Guppy Spore wieder und dann gib ihm. Ui! Bob Sprain! Tommy Set! Nehme ich mit. Könnte cool werden. Rundumschild. Oh, so. Weg sind die roten Herzen. Tschüss, ihr roten Herzen. Da war ich schon drin. Ah, war nett mit Batterie. Euch. Oh Mann, ey. Warum habe ich so krasse... Oh, warum habe ich so krasse Münzen? Schlüsselfehler. War das ein vernünftiger deutscher Satz? Nee. So, jetzt hau bitte Curved Horn raus, lieber Automat, damit wir weitermachen können. Wie lange waren wir jetzt auf der Ebene? Ich weiß es nicht, es ist sehr lange. Aber gut, wir hatten unseren Spaß. Draußen dämmert es schon langsam, Cordel. Bitte? Draußen dämmert es schon langsam. Guck mal, der Bims, der Dark Bum ist auch nicht mehr so fröhlich. Alter. Schau, wie er das blaue Herz anstarrt. Schlüssel, das war's wert. Ach, da war ein Schlüssel drin? Ja. Na gut, dann können wir noch eine Kiste aufmachen. Und eine Bombe. Ich würde dir einen Schlüssel für die nächste Ebene aufheben. Ja, Quatsch. In was für einer Welt lebst du? Ui! Oh, nein! Nein! Ja, du bekommst noch einen Level-Deal, alles cool, Cordel. Ach ja, stimmt. Ich meine, mindestens einen bekommst du bestimmt noch. Ja, 2. Mindestens.
hoffe. Keiner davon wird am Campus schon? Ich hoffe nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich hoffe schon. Okay, wir gehen weiter. So, das hat sich sehr gelohnt, Leute. Wie steht es jetzt mit der Zeit? 25 Minuten. Echt? Ja. Aber der Part ist schon 30 Minuten lang. Dann war es ja gar nicht so lang. Nee, ging. Auf jeden Fall. Es wird jetzt auch schneller vorwärts gehen, Leute. Alles kein Problem. Ups. Achso, ich hab Tamis Head, ne? Na. Das war ein roter. Wie ein roter. Da kamen die roten Tiers raus, ja, da auch wieder. Immer rote Tiers raus. Echt? Ne, weiß ich nicht. Zwei Schaden mehr. Nee, gar nicht wahr. Gerade waren weiße. Ah. Der 50% Chance, dass die roten kommen. Das ist also cool. Die kommen aus dem linken Auge. Und die machen zwei Schaden mehr. Ja. Deswegen finde ich das Item eigentlich ziemlich cool, ja. So deswegen viel? Auch nur auf einem Auge. Das ist ja wie ein Curved Horn, Alter. Na, zur Hälfte. Oder wie ein Damage-Up für beide Augen mit 1. Das hat sich nicht gelohnt. Da oben ist der Boss, dann gucken wir mal da. Aber es ist Mr. Boom. Ja. Weißt du, welches Item ich auch schon ewig nicht mehr hatte? Bobby Bomb. Echt? Ja. Kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Die Homing Bombs sind eigentlich echt stark. Ja. Sind nützlich. Hätte ich ja mal wieder. Ja, schon. Kann dir mal bitte jetzt jemand endlich mal den Flat Pandy geben? Warum bin ich eigentlich... Oh Mann, jetzt entspann dich mal. Warum bin ich eigentlich in den Goldraum gegangen und nicht in den Shop? Eine ausgezeichnete Frage, der weil Shop ich den Shop vielleicht... kannst du nicht reinbomben. Nee. Aber ich werde noch... Wenn ich jetzt keinen Schlüssel finde, dann raste ich aber aus. Also dann ist hier Achterbahn. Hä? Was ist denn mit dem Kollegen los gewesen? Mit dem? Ich fürchte, ich hab's nicht gesehen. Hätten wir einfach Damage gemacht, obwohl er schon tot war. So ein richtig ekliger, weißt du, so nochmal nachtreten. Ja, wer macht denn sowas? Da, guck mal, was wir haben. Ah, Kate, das bedeutet, du bekommst ja sowas von deine Schallüsse. Ich hoffe. Es wird aber wieder Zeit kosten, Leute, es tut mir leid. Das ist jetzt an der Stelle auch schon egal. HP ab. Nee. Weil es wird ein erfolgreicher Run. Der Chest wird sich alles lohnen, Leute. Und der Vorspult ist ein Arschloch. Richtiges. Oh. Ich meine, wir müssen das jetzt alle gemeinsam durchleben, Leute. Gemeinsam können wir den Feind durch Raum und Zeit. Ups. Wir haben, wenn ihr das seht, dann haben wir das Ganze schon durchgelebt. Nein, wir sind gerade dabei. Wir haben den Scheiß hinter uns. Ja, wenn sie das sehen. Ja, sind wir gerade dabei. Ist live. Hallo. So, ja. Hi. Ich grüße meine Mama. Leute, habt ihr irgendwo einen Schlüssel gesehen? Schreibt es mal in die Kommentare. Holt mal euren Schlüsselbund raus, Leute. Okay. Spreng ich. So. So, jetzt wird gespielt. Am einarmigen Banditen. Ich bin ein bisschen traurig, dass der kleine Mann nicht da ist. Was? Oh. Wie unfair ist das denn? Was habe ich getan, Mock? Womit habe ich das verdient? Ich war immer ein guter Mann. Ich war immer ein ehrlicher Typ, weißt du? Kannst du was in den Automaten rein donaten? Nee. Ich behalte mein Geld. Richtig ekliger nimmt das Geld mit ins Grab. Ja. Ich möchte auf meinem Geld beerdigt werden. Wenn ich es nicht benutzen kann, dann soll es keiner benutzen. Richtig ekliger Typ. So, oh Mann, geh tot. Los, den Little Brimstone. Ach ja. Ich hab ihn auch die ganze Zeit vergessen. Ja, er ist so. Unsere Runs ähneln sich irgendwie ein bisschen mehr, als sie sollten, fällt mir auch gerade so auf. Ja, schon. Wobei, ich bin Guppy. Ja, es gab so ein paar Parallelen. gut. Ich brauche Schlüssel. Wäre das irgendwie möglich? Ja. Ich sehe da eine Bombe. Das ist kein Schlüssel, glaube ich. In manchen Kulturen ja. Da öffnet man eine Tür mit einer Bombe. Oh Mann, das hätte eine Tour of Spades sein können. Und in anderen Ländern öffnet man Türen mit Geld. Mit Kreditkarten. Echt? Nee. Ich glaube, der erzählt Unsinn. Ach, das ist ja jetzt so aufgefallen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, Leute, aber. Ich werde ihn beobachten. Ich bleib an dem Fall dran. Ich werde ihn beobachten. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Ja, habe ich gesehen. Warum habe ich so einen Schlüssel? Ich hatte noch nie in meinem Leben Schlüsselmangel, glaube ich, Alter. Oh, der explodiert. Doch, im anfänglichen Hardmode. Ah, darüber redet man nicht mehr.
Speed up, danke. Endlich mal hier ein bisschen Speed und so. Nein! Quicker Charge. Nein! Ich denke gleich mit Tammy's Head gar nichts. Das wollte ich nicht. Ich komme doch jetzt nicht mehr in den Shop. Ah, wie zügig du unterwegs warst. Ja, nein, ich habe keinen Raum mehr. Warte, warte. Irgendwo gibt es ihn. Den Geheimraum, wo bist du? Da könnte er sein. Da könnte er sein. Da könnte er nirgendwo sein. Okay. Da kann er auch nicht sein. Okay. Okay, wir haben noch drei Möglichkeiten. Da kann er auch nicht sein. Da könnte er sein. Warte. Da könnte er sein. Da könnte er sein. Da könnte er sein. Oh mein Gott. Mock, was mache ich jetzt? Rechts oder links ist die Frage, oder? Da könnte er auch sein. Oh nein. Entweder hier oben oder hier unten. Wirf eine Münze. Oh. Kopf ist oben, Münze ist unten. Warte mal. Ich denke mir eine Zahl zwischen 1 und 2, okay? Okay. Ich verteile jetzt meine... Das ist... Ich schieße jetzt hier einmal oder zweimal hin und dann sagst du eine Zahl von 1 bis 2. 1 oder 2, also. Okay, sag 1 oder 2. Ach, du hast es gesehen. Ach, halt die Fresse. Du siehst das ja. Okay. Ja! Wir haben uns Zeit gelassen in diesem Lauf, von daher werde ich diese Kiste da jetzt hinschieben. Ah, Bobby. Bob Spray. Nehmen wir mit, hallo, den kleinen Mann. Ich meine, ich habe BFF, Alter, der haut richtig rein. Übrigens bei meinem Lost Run, bei dem ich im... Darf ich ganz kurz was sagen? ...2 war, da hatte ich auch Bob Spray die ganze Zeit über dabei. Oh. Das waren nämlich Sachen, möchte ich kurz sagen. Ich hatte Curse of the Blind, heißt, weil ich mal die Items nicht sieht. Nee, zuerst hatte ich eine goldene Kiste, war Bob Spray drin. Da dachte ich mir, nee, ist nicht der optimale Zeitpunkt, uns mitzunehmen. Dann nächsten neben der Curse of the Blind, Goldraum Bob Spray mitgenommen. Ja, danke. Ich wurde enttäuscht. Hm, von was wurdest du enttäuscht? Von dem Goldraum, von dem Shop, ja. Ich durchaus auch. Nimm noch die Pille mit. Speed up, ja. Whee! Okay, das hat sich gelohnt, Leute. Das hat sich gelohnt. Wo gehst du jetzt hin? Die goldene Kiste aufmachen. Wir quetschen du alles raus. Bis zum letzten aus. Wow! Alter! Okay, es hat sich gelohnt. Alter, GG, easy. Oh Alter, Mann. Der Mann hat ein Kistenglück. Warum bin ich so ein guter Spieler? Man kann mir das sagen. Weiß es nicht. Denk dran, dass du Tammy's Head hast. Ach ja. Aber nicht so stark. Und Lil Brimstone. Nein! Ich hab's gerade ein bisschen Angst bekommen. Level dir? Bitte. Oh. Oh. Okay. Halt dich zurück, Krampus. Niemand mag dich. Geh weg. Ich hab keinen Schlüssel. Ich hab keinen Schlüssel, Mock. Nimm mal den Krampus-Head mit. Wie viele Aufladungen? 6. Warum hat er bei mir 3? Ich weiß es nicht, weil du ein Cheater bist. Ich bin kein Cheater. Du bist ein Cheater. Nein. So. Eine ehrliche Haut. Dann werden wir uns jetzt mal beeilen. Und... Vor allem wird Cornel jetzt noch schnell den letzten Devil Deal mitnehmen. Ja, also ich gehe jetzt nur noch Boss und Bam und Boss und Bam und... Oh, falscher Weg. Entschuldigung. Mieshead. Bam! Hui! Das war solide. Brauch ein bisschen Tears up, das ist ein bisschen nervig. Vor allem sollst du jetzt auch keine Kisten mehr öffnen, Cornel. Warum? Erstens kann nichts wirklich Interessantes mehr drin sein. Ach, und ja, zweitens brauchst du die Schlüssel für die Chest. Ja, stimmt. Da sind die Kisten nämlich durchaus wichtiger. Ich gehe ja in die Chest, das stimmt. Hm. Das habe ich fast vergessen. Schon okay. Das habe ich gesehen nach dem Armkampf, dass du es fast vergessen hast. Das habe ich gesehen, Cornel. Warum? Weil du fast das Negativ mitgenommen hast. Das war ja keine Absicht. Ich weiß. Boah, ich habe so wenig Tiers. Man vergisst auch nichts mit Absicht. Wenn die dann auch noch auf mich schießen, dann kommen so wenig Tiers an. Oh. Sorry. Ach, nur weil mir den Schädeltiers. Ich bin ja immer noch großer Fan von den Schädeltiers. Nee, nerven doch nur. Nee. Das ist schon ziemlich cool. Nee, ich finde die nervig. Vor allem funktionieren die ja auch mit sowas wie Technology und Brimstone. Echt? Die funktionieren meine, mit Technology? Mit Technology funktionieren sie. Das habe ich schon mal gesehen. Oh.
Hab ich nicht. Brimstone wurde mir gesagt, dass sie auch funktionieren. Nein! Aber du hast zwei Schlüssel. Aber mein rotes Herz. Bringt's eigentlich, wenn man den Devil einsetzt, erhöht das dann die Wahrscheinlichkeit? Bekommt man auch den Devil Deal, die Wahrscheinlichkeit vom Book of Belly? Nee, das habe ich auch irgendwo gehört, aber ich glaube, das stimmt nicht. Ich meine, dass ich auch gehört habe, dass es nicht stimmt. Ja, das nee, das gefragt. Stimmt nicht. Also ich glaube, es ist nicht. Versuch's nur jetzt. Ich will in den Zacki-Zacki-Raum. Vielleicht wäre... Oh, nee. Ach, Pin. Hey, oh, Pin. Woher kommt er denn? Der ist doch sonst immer in der Mitte, oder nicht? Keine Ahnung. Heute mal so ein richtig adäquater Pin, ey. Oh. Ein richtig ekliger, der Pin. Niemand mag Pin. Nee. Ich mag Pin. Mein Lieblingsboss aus dem Keller. Total. Ist er wirklich? Weil es nicht so Horn ist. Ja. Na und nicht Fistula. Guck mal, ich hab 4 Schlüssel. Fistula kann auch richtig scheiße werden. Ja, 4 Schlüssel sind aber nicht genug. Ich meine, der Chest, du hast Guppy's Tale, du wirst viele Kisten finden. Ah, papadabab. Schabadabab. Ups. Warum willst du nicht viele Kisten finden? Was ist los mit dir? Ich will einfach gewinnen. Ich habe jetzt auch voll wenig blaue Herzen, Mann. Ich habe jetzt das rote Herz, nur weil ich Guppy's Paw weggelegt habe, weil du es wolltest. Wollte nicht, dass du Guppy's Paw weglegst. Ja, ich habe einmal was für dich getan, Mog. Einmal. Und jetzt ich muss wollte ich nicht, das dass du Guppy's Paw weglegst. Ja, du warst das. Ich wollte, dass du dich so weit runterschwächst, bis du bei 3 roten Herzen bist. Du hast gesagt, leg Guppy's Paw bitte weg. Bitte, bitte, bitte. Das stimmt doch gar nicht. Doch. Das stimmt. Nein. Oh. Danke, Bob. Goldener Pupi. Ja, den brauche ich, den Counterfeit Benny. Ja, den brauche ich. Wie schaltet man den eigentlich frei? Keine Ahnung, Alter. Hast ach, du den noch nicht? Muss man... Nö. Alter, was ist denn los mit dir? Nur den angesabberten Penny schaltet man für eine Challenge frei. Ich glaube, da muss man mehr Geld donaten, um den Penny da frei zu spielen. Das könnte sein. Nee. Das ist halt die Pennies, die will man eigentlich nicht wirklich frei spielen. Boah, Flat Penny, Alter. Der Swallowed Penny ist auch. Der ist von Anfang an frei. Ich meine jetzt Counterfeit Penny zum Beispiel. Der Swallowed Penny ist aber auch gut. Den findest du relativ oft. Ja, der passt an sich. Wow. HP und Damage ab. Ja, das ist sogar ganz gut. Ich gehe jetzt einmal an der Blutbankmaschine spielen. Dann kann ich, wenn ich Glück habe, auf ein halbes rotes Herz irgendwie. Nee, das macht keinen Sinn, aber doch, das macht Sinn. Wenn du automatisch die Luft sprengst. Ja, nee, ich muss dann nochmal ein halbes Herz finden und dann nochmal spielen. Das ist halt so der Punkt. Okay. Ja, mal schauen. Wenn irgendwo ein halbes Herz droppt, dann kann ich das machen. Na, was ich sagen wollte, der Counterfeit Penny finde ich nervig, weil wenn man einen goldenen Pupi hat, dann will man da auch Cash rausbekommen. Ja, das stimmt. Wie so ein komisches Trinket. Ja, das stimmt. Das ist halt mega nervig, aber ansonsten... Hollowed Penny ist auch nur bedingt cool, der kommt, glaube ich, aus den Vasen ganz genau. Gerne raus. Genau, das heißt, wenn... Ja, am Anfang ist der stark. Ja, doch, doch, doch. Wenn 25 Cent rauskommen, ist es auch stark. Ja, aber das ist ja nicht miteinander verknüpft. Ja, das stimmt. Nee, weil der bei dem Swallowed Penny ist halt das Ding. Wenn du den ganz am Anfang kriegst, kannst du dir sehr leicht deine 5 Münzen für den Kate-Raum zusammenholen und so. Also das ist schon sehr hilfreich. No. Ja, aber Counterfeit ist kacke. Ja, finde ich auch. Hä, warum krieg ich rote Kisten? Oh. Warum mach ich das? Das dauert jetzt ein bisschen, oder? Nee, dauert's nicht. Wuh, ein cooler Huni. Was denn los, ey? Das ist kein Huni, das ist ein Einer. Ja, 100 Cent. Ach so. Ein kleiner Huni. Ja, ein sehr. Ganz, ganz kleiner. Oh, na, bitte. Los, nimm uns Helfer ab, du willst es doch auch. Nein, will ich nicht. Oh, da kam Schlüssel raus. Okay, gut. Wie ist das? Ja, aber jetzt oder nicht? Ups. Ja, wir jetzt direkt beim Arm reinklatschen können schon. Alter. Little Brimstone. Ja. Yeah. Taktische Überwacher. Taktische Überwacher. Ja, komm, wir gehen einfach. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Alter. Der Part ist schon 44 Minuten lang, aber der Lauf ist 37 Minuten. Was sagt ihr das? Das verstehe ich auch nicht, wie das immer zusammenpasst. Ja, weil es ist, also es gibt ja, wenn du die Ebenen wechselst und so. Aber das Ding ist, dass ich... Ja, es waren doch jetzt noch keine 4 Minuten. Nein, das Problem ist, dass ich sehr viele Slowdowns drin 8 habe. 8 Minuten. Was drin hast? Slowdowns.
Deswegen läuft die Zeit im Spiel langsamer als in echt. Bäm, bäm, bäm. Aber ist egal, Alter. Dieser Part wird hochgeknüppelt, Leute. Könnt ihr euch beschweren. Wie ihr wollt. Gerne. Außer ich sehe es später. Dieses Angebot werde ich gerne wahrnehmen, Cornel. Ich möchte mich beschweren. nur zu. Gehen Sie zu Moggy, meinem Sekretärin. Okay. Ich habe extra meinem Sekretärin gesagt. Ja, dann hat der Satz am Ende noch Sinn ergeben. Warum machst du die goldene Kiste die ganze Zeit auf? Es ist so ein Gefühl. Was für ein Gefühl? Was willst du noch rausbekommen? Weiß ich nicht. Hast du so Bock auf Infamy eventuell? Ja! Nein, hast du nicht. Infamy und ich, Alter, wir sind richtig gute Dudes. Ja, du hast schon den Cricket Set. Bob's Brain hast du auch. Du hast auch Fade. Jo. Da könnte natürlich noch Bob's Rotten Head rauskommen, du hast recht. Da kann Tammy's Head nicht mithalten. Oh, bloß jetzt. Bob's Rotten Head. Echt? Jo, das wäre cool. Ja, das wäre wie Weihnachten. Nur schöner. Guck mal, da ist doch schon wieder ein Schlüssel. Ich weiß, ich glaube, du wirst mehr als zwei goldene Kisten finden in der Chest. Ja, ich finde den Skeleton Key, weißt du das nicht? Ich finde den Stats Key, dann kannst du auch noch gleich Mega Satan machen. Oh, ich würde gerne in den Zacki Zacki Raum. Schwarzes Herz. Wo? Im Raum hinter dir. Hauch auf die Karte! Oh. Ich dachte, du meintest den Geheimraum. Nein. Oh Mann, ist das nervig. Er arbeitet doch mit der Brimstone. Warum hat er nicht geschossen? Brimstone, Little, was ist los mit dir? Vielleicht hält er sich inzwischen für zu groß für den Namen Little Brimstone. Ey, mein Kleiner ist ja nicht mehr. Er ist groß wie du. Ja, das ist ein richtiger. Ich bin auch Maggie, ne? Ich bin auch eine sehr zierliche Frau. Natürliche Katzenfrau. Ja, eine richtige Furkey, oder wie heißt das? Ne, das war falsch, oder? Da habe ich irgendwas falsch gemacht. Das hätte ich nicht sagen können. Keine Ahnung, irgendwas du jetzt. das hätte ich nicht sagen können. Was soll das sein? Wie heißen nochmal diese Menschentiere? Die Menschentiere? Ja, wenn man Tiere zu Menschen macht. Keine Ahnung. Hey, da gibt's doch so wahrscheinlich so Furries. Furries, genau. Ja, war ja fast ein Völker. Naja, fast. So, noch die Chest. Oh, was ein langer Lauf, ey. Jetzt kommen gute Items. Pass auf, jetzt wird's, Ja, Penetrative Shots, das ist doch genau das, was du wolltest. Jo, stimmt. Alter, das ist mega OP. Ja, jetzt säbelst du durch die Tiers der Gegner durch. Ja. Komm, wie ein Pfeil sind die Tiers jetzt? Wie kleine Pfeile sehen sie aus? Die sehen gar nicht aus wie Pfeile. Die sind rund. Ich weiß. Ja. Ist ein bisschen enttäuschend. Wegen dem Scheiß Schilde Tier sieht man keine Tränen-Modifikationen. So, und jetzt spawnen bitte ein paar Kisten, Jungs. Zwei. Ja. Na, mehr. Dürfen auch graue dabei sein. Blaue? Graue. Wow! Oh, Number One. Mal gucken, wie meine Range jetzt ist. Oh, die geht. Hey, guck mal, die Roten haben eine höhere Range. Ja, das Teil gibt Damage und Range ab, allerdings nur für das eine Auge. Ach, das ist ja krass. Guck mal, so sehe ich noch nicht. Mhm. Hat man das ist ein ziemlich cooles Item, ich finde, weil... Ich weiß nicht, es gefällt mir besser als die anderen Damage-Ups, einfach weil es ein Damage-Up von 2 gibt. Ja, aber dafür halt nur auf einem Auge, ne? Ja, aber dafür 2. Ist halt gut für Piraten zum Beispiel. Ja. Ich kenne es aber dann so, dass jede zweite Träne irgendwie rot ist. Meine ich. Bei Kane ist es, glaube ich, auf jeder Träne, weil der nur ein Auge hat. Nee. Doch. Nee. Wenn man neu. Willst du kein Stompy werden? Nein, will ich nicht. Warum nicht? Weil das Speeddown macht und nervt. Ja, das stimmt. Oh, schon. Bietet auch eine Menge, man bietet auch eine Menge Angriffsfläche. Das waren sehr gute Kisten tatsächlich. Da drüben liegt noch eine Bombe. Ja, aber guck mal, das Bombensymbol sieht doch aus wie das Shop-Symbol, wie das Gambler-Symbol da, das für den Arcade-Raum.
Screen. Das irritiert mich jedes Mal. Was ist das? Ja, das sieht doch aus wie so ein Joystick-Spiel. Das ist, die sehen gleich aus. Muss man drauf achten. Doch. Nee, das liegt vielleicht daran, dass du so ein mini, winzig kleines Bild zum Spiel verwendest. Was verwendest du denn zum Spielen? Ich habe 1280x720. Oh, ein ganz feiner Herr. Naja, bei mir ist die Karte bestimmt 25% größer, weil sie voll viel Platz vom Bild einnimmt. 25% jetzt im Sale. Bitte kaufen sie. Kannst Sale, sollst du nicht kaufen. Ja, ja, das ist meine Karte. Ist okay, Moggy. Brauch ich noch. Guck mal, jetzt habe ich viel zu viele Schlüssel. Nur weil du immer gesagt hast, mach das nicht auf. Mach das nicht auf. Bitte mach das nicht auf. Ja, warte herab, jetzt kommen schon auf die Kisten, siehst du? Da ist ein Magneto. Was wärst du ohne Magneto? Ja, weiß ich auch nicht. Kein richtiger Pokémon-Trainer. Hast du das? Jetzt können wir ganz am Ende noch was Cooles ansprechen. Hast du den. Heißt Magneton oder Magnetido? Was? Hast du den. Ja, ist jetzt auch egal. Hast du den Rebirth-Dings gesehen? Etwas genauer. Die Info bitte. Über Rebirth, die jetzt vor gestern oder so rauskam. Nö. Nein? Nö. Da wurde ein neues Item gezeigt. Möchtest du wissen, was das ist? Ja. Das ist. Das nennt sich Friendball. Ist im Grunde ein Pokéball. Du kannst in einem Raum, also ein Gegner, der kein Boss ist, kannst du mit diesem Ball einfangen. Der ist dann One-Hit, also der ist dann weg mit einmal einfangen. Und dann kannst du den in irgendeinem Raum wieder rauslassen und dann kämpft er den ganzen Raum für dich als Charming gegen. Also oh mein Gott, sowas habe ich mir, glaube ich, schon immer gewünscht. Das heißt, du kannst den dann rauslassen zufangen. Und dann kannst du den wieder freilassen. Ich würde so ein Dingel fangen. Jo, Alter, dann charge der so auf den Gegner. Ja, das wäre ein Pupi, der für dich kämpft. Das wäre cool, ja. Vielleicht gibt es, kommen bestimmt auch Dinge, also es kommen bestimmt auch Kackehaufen-Items noch. Ein Begleiter Natürlich. Müsste eigentlich kommen, oder? Ich fände es ja cool, wenn es eine Kackehaufen-Verwandlung geben würde. Oh, jo. Dann kann man so mit Charge-Angriffen mit angriffen. Und der Pup und sowas. Es gibt auch schon Items. Stimmt. Und Flash. Da lässt sich was draus machen. Und dann greift man mit diesen Charge-Angriffen an. Ja, oder du schießt Kacke oh mein auf Gott. Statiers. Du machst das. Tu es! Und? What? Hast du noch Tiers? Oh, du hast Mams. Alter. Mams Eye und Cursed Eye. Alter, was ist denn das für eine Tiersgeschwindigkeit? Scheiße! Ich hab. Weißt du, was du probierst? Ich hab Säumig! Ach du Scheiße. Ich mach keinen Damage mehr! Mann. Dafür sind die Fliegen stark. Vielleicht reichen sie. Ich will schnell zu Blue Baby gehen, bevor es zu spät ist. Oh mein Gott, was passiert? Problem ist, wenn du so. Ich habe 99 Bomben. Ist das Isaacs Heart da hinten? I got 99 Bombs, nee. Ist das Isaacs Heart? Das ist Isaac Heart! Ja! Nein, du hast es jetzt einmal aufgesammelt. Das hatte ich schon vorher. Glückwunsch. Dann kann mir gar nichts passieren. Du kannst rausgeworfen werden, wenn du so schießt, oder? Wie konnte der den Isaacs Heart treffen? Ja, zur Not habe ich die Schere da. Aber mir kann nichts passieren. Ich probiere jetzt mal mit den Fliegen. Ja. Mit meinen Tränen Notfalls machst du die Schere und machst einfach gar nichts. Ja, genau. Also mit meinen Tränen kann ich nicht mehr viel ausrichten. Ich werde jetzt mal gucken, wie das, wie hier Dings da aussieht. Tami Set. Wie soll der schon aussehen? Wie ein Reisteller. Komm, Gemini! Du schaffst das! Hey, Daddy Longleg ist auch am Start. Keine Party, ist eine richtige Party ohne Daddy Longleg. Hä, aber. Gott, wie ein Karussell. Ich kann mich doch jetzt schützend vor mein Herz stellen. Warum funktioniert das nicht? Ja, kannst du. Das funktioniert aber nicht. Ja, deswegen ist Isaacs Heart kacke. Oh, Kackehaufen! Deswegen mögen die Leute Isaacs Heart nicht vorne. So ähnlich wie mit Dr. Fetus. Machen die Schaden, wenn ich die hinlege? Ja. Aber nicht viel. Ich habe noch 80. Das dauert ein bisschen. Ich krieg ihn down! Alter, die Bombe war stark. Hey, du hast sogar einen Fat Protector. Ja, ja. Er ist down! Wie wär's mit ein bisschen Orbital-Schaden? Bring ihn im Nahkampf nieder, Cornel. Bam! Warum hast du ihn nicht mit dem Fat Protector gekillt? Ja, aber ich. So richtig scheiße. Wollen wir die Ebene noch klären?
Klar, warum nicht? Echt? Geht nur noch ein Raum. Ja, der geht noch weiter. Wäre cool, wenn du noch eine Batterie finden würdest. Ja, wollte ich gerade sagen. Dann können wir mal gucken, ob ich den Tami Set nochmal aufgeladen bekomme. Na, da bin ich relativ. Ja, der Tami Set ist total lame. Was hab ich gesagt? Ich meine den D4. Achso. Nee, ich sage, es sind maximal noch zwei Räume. Ja, stimmt. Oh Gott. Alter! Irgendjemand teilt hier ernsthaften Schaden aus. Das waren aber echt viele Fliegen. Ach ja, ich bin ja noch Guppy. Deswegen konnte beim Reroll nicht allzu viel schief gehen. Oh, ein Schlüssel. Eine Batterie! Yay! Okay. Mach gleich jetzt. Und wir sind. Wow! Oh! Er bringt nichts. Oh, mit zwei Damage. Oh, zwei Striche Damage. Ich glaube, also, ich habe immer noch zwei Damage. Irgendwie scheiße spawnen. Ist Technology 1 oder. Nein, ist Technology 2. Hä? Wow. Technology 1 oder 2? Das ist Technology 1. Alter, das sind ein paar Fliegen. Das ist also Technology 1. Ja, das ist Technology 1. Weil der. Ich habe aber, glaube ich, immer noch Säumel. Naja, nicht unbedingt. Doch, doch. Ich hoffe, die Tiers können auch sein. Seid Onion oder so. Wird auch schon mal. Oder der dünne Mushroom. Nee, so schnell schießen die aber dann nicht. Glaube ich. Also ich würde vermuten, dass ich. Guck mal, jetzt habe ich. Ich hatte mal schneller. Ich hatte volle Tiers. Ich glaube, ich hatte Sand Onion und dann noch Cancer. Das war ziemlich super. Und wie es aussieht, der Ski hast du nicht bekommen. Nee, wir könnten noch. Oh, Sad Bombs! Hab ich? Ah. Ja. Nicht so beeindruckend ist. Wow! Oh! Wow! Nicht so beeindruckend! Mach nochmal! Warte! Ich muss noch den Geheimraum suchen, vielleicht. Da unten. Nee, den anderen. Oh! Ach so! Oh, Alter, aber du hast den weggehackt. Verdammte Scheiße! Und drei Donnerbills! Alter! Das war so viel Spaß! Ey, Cornel, willst du das Spiel zum Abstürzen bringen? Wie denn? Geh mal in den Hauptraum wieder und hör auf, Bomben zu legen. Pass auf, du gehst jetzt in den Raum rein, legst eine Bombe und schnell wieder zurück und das machst du jetzt 60 Mal. Dann lässt du sie alle auf einmal hochgehen. Oh mein Gott! Wisst du, was passieren kann, ist, dass du die Chest nochmal machen musst. Wieso? Ach so, ja. Das können wir ausprobieren, aber lass mich mal ganz kurz. Ich guck mal kurz, ob ich den einen Geheimraum noch finde. Vielleicht finde ich ja. Vielleicht ist da ja ein Item drin, durch irgendwie einen Automaten und wir finden Antifeind und teleportieren uns in den Errorraum. Wer war? Ja, das wäre ziemlich cool. Da ist er. Oh. Das ist ziemlich deprimierend. Okay. Okay, und jetzt leg die Bombe. Leg die Bomben. Funktioniert das? Klar. Du kannst die auch stacken. Quasi. Nein, ich komme nicht mehr raus. Außer als richtige Timing. Dass sie halt nicht zu viel Zeit lassen. Versperren mir mal den Weg. Ich glaube, du musst von unten nach oben reingehen. War zumindest da, wo ich es mal gesehen habe. Nein, du musst direkt. Du darfst da nicht drin rumlaufen. Einfach. Ja, kann ich doch erstmal. Machst du? Ah, okay. Geht von unten nach oben. Es funktioniert. Soll ich alle 50 legen? Die ploppen dann. Ja. Alter, wir machen das mit voll der shitty Part. Dann machen wir das schon richtig, Korne. Wir machen ja keine halben Sachen. Wer den Part zu Ende. Wir sprengen uns in den Errorraum. Wir fliegen gleich in den Errorraum. Wegen dieser riesen Explosion. Oh, könnt ihr aber. Mach bevor du es dann machst, noch kurz Aufnahme an und aus. Weil es sein kann, dass das Spiel abstürzt. Ja, die Aufnahme geht davon, glaube ich, nicht kaputt. Oh mein Gott! Das wird asynchron. Hast du es gesehen? Ja, das passiert manchmal. Jetzt bist du auf dem richtigen Weg, Korne. Aber vertrau mir, bevor du es machst, dann kurz Aufnahme an. Ich komme nicht mehr raus! Okay, jetzt mach. Okay. Kurz schnell drücken und dann laut drehen, damit du eine Audiospur nochmal hörst. Ach so, ja, richtig, genau. Sonst okay, die Aufnahme kaputt. Warte ganz kurz. Kurzer Schnitt, ne? Jetzt ist aus und jetzt geht's wieder an. Okay. Okay, Freunde. Top die Wette geht. Sind wir bereit dafür? Ja. Ich glaube, es wird nicht abstürzen. Zu wenig Bomben dafür. Oh.
Ja, waren aber auch nur 20. Das war nicht so spektakulär. Ja, es waren ja nur 20. Wir wollten ja die 60 eigentlich. Ja, ja, hat auch einen scheiß Effekt, muss man sagen. Ja. Ist der jetzt anders? Warte mal ganz kurz. Nee, doch, okay. Boah, Alter. Okay, komm, wir machen es nochmal. Hoffen okay. Einfach, dass wir einen coolen Effekt bei den Trainern haben. 30 Bombenvielleicht schaffen wir alle 30. Firemind wäre, glaube ich, ziemlich cool. Ja, dann wäre der ganze Raum am Brennen. Boah. Wie damals die Feuerwehrhütte. Wo hast du das denn gesehen? Es war bei diesem, Gott, wie heißt er, Bisnap. Ah, okay. Im Video gesehen, sie ist dann Breaking. Achso. Der hatte halt Habit und Undefined. Alter, es war, der hat halt dann mit Gott, hat er alles im Raum, damit du einmal drücken gewonnen hättest. Da hat dann seine, ich glaube, 90 Bomben und so in den Raum gelegt. Mit den fettesten Godhead-Dingens, Sad Bombs, Tears. Er hat dann das Spiel abgestürzt. Was jetzt eigentlich nicht passieren will, weil dafür sind es echt zu wenig Bomben. Also wäre trotzdem ganz nett, denke ich. Zumindest ist Feuerwehr zum Abschluss, Leute. Okay, wir bedanken uns bei euch fürs Zugucken. Muss man noch in die Chest gehen. Ja, also, das ist okay. Dann legen wir jetzt los. Okay. Guck mal, eine Bombe. Oh. Okay, das war nie so cool. Das war nicht so cool, ne? Das war wieder so ein Scheißeffekt. Ja, das stimmt. Hätten wir die Bomben einzeln gelegt, hätten wir mehr Spaß gehabt. Ja, ich glaube auch. Ich habe keine Bomben mehr. Gut, lustig. Ein Part von einer Stunde mit dem Mocki. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bei Mock ist auch noch ein Part, falls noch irgendjemand dabei ist. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Ich glaube, heute ist Freitag. Das heißt, morgen früh könnte... Ich glaube, morgen kommen zwei Parts, Isaac. Müsst ihr mal gucken. Und ja. Dankeschön, dass du dabei warst, Mocki. Es war sehr lustig. Gern geschehen. Und tschüss. Ciao. Tschö. Bow, 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 bow.